Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf meinem YouTube-Kanal Chris Thailand. Schön, dass ihr alle wieder mit eingeschaltet habt und in der heutigen Folge gibt es mal ein bisschen Real Talk wieder. Wir sind ja derzeit in Thailand und ich wollte euch einfach mal über meine Erfahrungen jetzt in der Zeit hier berichten. Wie ist die aktuelle Stimmung vor Ort? Wie ist die Stimmung unter der Bevölkerung von dem, was ich so wahrgenommen habe? Vorab, wie ich gerade schon sagte, ich so wahrgenommen habe. Ich weiß, jeder von euch hat andere Erfahrungen gemacht, vielleicht aber auch dieselben. Aber ich werde einfach mal so ein bisschen berichten von dem, was ich halt, wie gesagt, so wahrgenommen habe. Ja, also ich fange einfach mal an. Wir sind ja in Phuket angekommen, in der Sandbox und direkt dort am Flughafen. Also kann ich auch nichts Negatives berichten. Es waren teilweise sehr, sehr viele Leute dort, gerade beim Thailand-Pass. Und auch da war das Personal immer noch sehr entspannt, nett und höflich. Ebenso wie bei der Immigration, beim Test oder auch beim Transfer. Auch auf Phuket selber hatte ich nie den Eindruck, dass irgendwie eine gereizte Stimmung herrschte. Eher eine, ja, ich sag mal, offene, fröhliche Stimmung. Ich kann den Leuten natürlich auch nur vor den Kopf gucken. Aber immer, wenn ich jetzt zum Beispiel in ein Lokal eingekehrt bin oder halt mir ein Tuk-Tuk genommen habe, habe ich immer das Gefühl gehabt, dass mit mir als Tourist korrekt umgegangen wurde. In den Restaurants waren die Leute auch immer sehr freundlich. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, aufgrund von monatelangen bzw. jahrelangen Ausbleiben der Touristen sind die Leute eventuell ein bisschen gereizt oder so. Aber ich hatte wirklich eher den Eindruck, dass man sich gefreut hat, dass wieder Touristen in die Lokale kommen. Der Service teilweise kommt mir genauso vor wie vor der ganzen Sache hier. Also zum größten Teil wirklich nett, höflich und freundlich. Das Gleiche kann ich auch berichten von kleineren Inseln, wo wir gewesen sind. Oder auch dann von der Weiterreise auch am Suvarnabhumi Airport in Pattaya oder dem Isan. Ich bin zum Beispiel im Isan über den Markt gelaufen und auch dort hatte ich den Eindruck, dass auch gerade im Isan, wer schon mal dort war und vielleicht dann auch als Ausländer, ist das eh mal nochmal so ein bisschen besonders, sag ich mal. Aber auch da hatte ich nicht das Gefühl, dass mir irgendwie, gerade weil ich als Ausländer jetzt in Thailand bin, mir da irgendwie mit Angst, Missachtung oder einer Respektlosigkeit entgegengetreten wurde. Man hat sich ganz normal unterhalten, so gut das natürlich manchmal so möglich ist. Aber das ein oder andere Lachen konnte man auch unter der Maske wahrnehmen. Wie schon gesagt, man kann den Leuten natürlich nur vor den Kopf gucken. Aber von den Vibes, von den Stimmungen würde ich sagen, ja, die Leute sind zufrieden, dass Touristen ins Land kommen. Und auch natürlich jetzt hier in der Region im Isan, wo eh kaum ausländische Touristen Urlaub machen, wurde ich, wie bereits gesagt, respektvoll behandelt. Oder dass jetzt irgendwie ein Bogen um mich gemacht wurde oder so, das konnte ich so nicht wahrnehmen. Ja, ansonsten, wenn ich mich hier so mit Bekannten unterhalten habe, die berichten die gleichen Stories, die wir halt auch aus Deutschland haben. Oder ich denke mal zum größten Teil in allen Teilen der Welt. Die sozialen Kontakte haben sich auch hier stark reduziert. Die Kollegen sagten mir zum Beispiel, dass sie halt auch viel mehr im kleinen Kreis machen. Und als wir uns dann alle mal wieder so ein bisschen treffen konnten, dass sie sich wirklich gefreut haben. Der eine Kollege sagte mir dann, hat alles ein bisschen länger gedauert. Die mussten sich dann auch ein bisschen erstmal auf Thailändisch unterhalten, weil sie sich auch so lange nicht gesehen haben. Ja, die haben sich halt einfach mal wieder gefreut, ein bisschen unter Leute zu kommen. Und wie gesagt, diese Erfahrungen, die ich da jetzt so gemacht habe, die ziehen sich jetzt durch alle Bereiche hier in Thailand. Sei es vom Taxi bis hin zum Hotel, über Markt, bis hin zum 7-Eleven. Wobei ich da sagen muss, da habe ich immer das Gefühl, da gibt es dann ganz nette und welche, die sagen so gut wie gar nichts. Aber gut, das ist dann halt so. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, ob nur ich das so wahrnehme oder ob es vielleicht an mir liegt. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Die Leute haben natürlich hier ihre Probleme, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Die werden sie mir wahrscheinlich als Touristen jetzt auch nicht sofort aufs Auge binden. Aber der Wind, der mir hier so entgegentritt, den würde ich als durchaus freundlich und nett beschreiben. Ja, falls ihr auch gerade in Thailand seid oder auch vor kurzem in Thailand wart, schreibt mir gerne mal eure Erfahrungen in die Kommentare. Das würde mich auch mal interessieren, wie es euch so ergangen ist. In den sozialen Medien zum Beispiel lese ich meist positive Erfahrungen zu aktuellen Urlauben in Thailand. Es sei denn natürlich, man ist hier positiv getestet worden. Da habe ich schon unterschiedliche Berichte gelesen. Zum Abschluss lasst mich noch mal kurz sagen, die Situation ist natürlich immer noch so, wie sie ist. Eine Einreise nach Thailand zum jetzigen Zeitpunkt ist immer noch nicht ohne mit den Testungen, mit der Quarantäne. Ich weiß, das ist nicht für jedermann. Und es ist halt, wie gesagt, auch ein Risiko, dass man dann wirklich von seinem Urlaub 10 Tage in Quarantäne bleiben muss. Ja, das war es auch schon wieder von dem Video. Wenn euch meine Videos gefallen, dann würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, den Kanal abonniert. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Bleibt alle miteinander gesund. Macht's gut. Ciao, ciao.